Wirklich? Ach, und schon ist er an die Fahne gekommen, der Idiot. Alter Schwede. Herzlich willkommen in unserer Küche. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir machen Beths Texas-Pfanne. Und wie das geht und wie das alles funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Abonniert den Kanal kostenfrei, da würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. Los geht's. Für die Texas-Pfanne brauchst du einige Zutaten. Wichtig sind natürlich Bohnen, Hackfleisch, Whisky, Cola und Ahornsirup. Du findest wie immer alle Zutaten unten in der Videobeschreibung. Und zuerst zeige ich dir, wie man diese geilen Hackfleischbällchen macht. Golfball groß und mega lecker. Du nimmst Hackfleisch in eine Schüssel, die muss nicht durchsichtig sein. Mach ein Ei dazu. Und kräftig würzen das Ganze mit Paprikapulver, ordentlich Salz, Pfeffer. Den Geschmack geben die Bällchen noch an die Soße ab, deswegen ist es wichtig, ordentlich kräftig zu würzen. Dann das Ganze gut durchmengen. Wenn du eine ordentlich durchgerührte Masse hast, gibst du eine Scheibe Toastbrot dazu. Die legst du vorher in Wasser ein, damit sie schön weich wird, drückst das Wasser raus und dann ab mit zur Hackfleischmasse. Dann das Ganze nochmal ordentlich durchrühren zu einer schönen einheitlichen Masse. Das Toastbrot sorgt dafür, dass die Hackfleischbällchen am Ende schön fluffig sind und nicht solche festen Bälle. Denn wir wollen ja niemanden damit bewerfen, sondern wollen sie essen. Und dazu sollen sie schön locker fluffig sein. Ja, und nun einfach kleine Golfbälle draus formen, am besten mit nassen Händen. Dann klebt die Hackfleischmasse nicht so an den Händen. Jetzt werden die Bällchen angebraten in einer ordentlich heißen Pfanne mit ein bisschen Öl. Und wenn sie braun sind von beiden Seiten, dann nimmst du sie raus und lässt sie abkühlen. Der Speck und die Zwiebeln für unsere Texas-Pfanne werden jetzt in kleine Würfel geschnitten und in der Pfanne mit angebraten. Beim Speck solltest du darauf achten, dass du unten die Schwarte abschneidest. Die kannst du nicht mitessen, die wird sehr zäh. Die Schwarte ist dieser braune Rand an der Unterseite des Specks. Und wie immer darauf achten, dass du den nicht in die Finger schneidest. Die Zwiebeln musst du nicht zu fein hacken. Bei so einer Texas-Pfanne kann das Ganze ruhig ein bisschen rustikal aussehen. Jetzt kommt zuerst der Speck in die Pfanne und wird hellbraun angebraten. Dabei kommt schön das Fett raus, indem wir dann die Zwiebeln reinschmeißen. Wenn die Zwiebeln etwas glasig sind, gibst du noch einen kräftigen Esslöffel Tomatenmark dazu und brätst den mit an. Das Ganze wird mit Whisky abgelöscht, dann die Bohnen dazu, die geschälten Tomaten aus der Dose auch mit rein und mit dem Kochlöffel etwas klein machen. Jetzt die Hackfleischbällchen, die Chili, die Cola und den Ahornsirup dazu. Durch die Räucherbox im Grill bekommst du ein super Raucharoma ins Essen. Probier's mal aus, ist richtig genial. So soll das Ganze aussehen. Wir sind am Ende angekommen und schaut euch das an, das sieht richtig gut aus. Es riecht gut, es hat ein Raucharoma. Ihr habt das gesehen mit der Räucherbox, das funktioniert hervorragend. Wir haben so einen richtig originalen Holzlöffel und damit werden wir jetzt kosten. Schön pusten, ist bestimmt sehr heiß. Also wirklich, das schmeckt richtig lecker mit dem Whisky, der Cola. Das sind richtig gute Aromen, die hier dran sind. So ein ganz leichtes Raucharoma ist dran. Wir haben Hackfleischbällchen drin. Jetzt ein Stück Brot dazu. Wer Bock hat, macht sich Kartoffelspalten dazu oder irgendwas anderes. Egal wie ihr es macht, es wird lecker. Macht's nach. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so eine Bohnenpfanne macht. Bin ich mal gespannt. Wenn ihr Bock habt, schaut euch das nächste Video an. Wir sehen uns. Macht's gut. Es tut echt ein bisschen weh. Mir ist ein bisschen warm und kalt. Ich brauche schon hier.